Du möchtest unwiderstehlich riechen und allen Leuten den Kopf verdrehen? Dann ist das hier das Video für dich. Hey du, schön, dass du da bist. Normalerweise seid ihr ja von mir recht lange, ausführliche und detaillierte Reviews zum Düften gewohnt. Aber ich dachte, heute brauchen wir mal ein Kontrastprogramm. Heute wird's mal short and sweet. Und dazu habe ich mir eine Idee geklaut von der Josephine vom Kanal Jus de Rose, den verlinke ich euch unten. Ist auch ein toller Duftkanal und die hat ein Video rausgebracht, das hieß 40 Fragrances in under 3 Minutes. Und ich weiß nicht genau, ob ich heute unter 3 Minuten schaffe, aber ich werde es versuchen. Das heißt, ich zeige euch meine sexiesten Damendüfte und ich werde jeden versuchen, mit nur 3 Worten zu beschreiben. Versuchen wohlgemerkt, vielleicht gelingt es mir nicht immer, aber das ist mein Ziel. Los geht's! Carolina Herrera, Good Girl oder Parfum, schlimmes Party Girl, Dior, Hypnotic Poison oder Toilette, unwiderstehlicher Männermagnet, Maison Francis Kürkscham, Baccarat Rouge 540 oder Parfum, metallische Zuckerwatte, Armani Privé, Rouge Malachite, der bessere Alien, Sous le Manteau, Vapeur Diablotine, sexy Lederschuhe, Guerlain, Tonka Imperial, unwiderstehliches Marzipan. Dolce & Gabbana, Light Blue en Intense, die Königin des Sommers. Narciso Rodriguez, For Her oder Toilette, Selbstbewusstsein in einer Flasche. Maison Margiela, Replica by the Fireplace, Kindheitsträume am Lagerfeuer. Kayali Vanilla 28, süßes Vanillepopcorn. Parfum de Marly, Delina, heiliger Gral der Verführung. Parfum de Marly, Delina Exclusive, die reifere Schwester. Guerlain, Mon Guerlain, Eau de Parfum, die Frau, die man heiratet. Serjov, Casa Morati, Lira, karamelliger Zitronenkuchen. Guerlain, Cure Beluga, unglaublich schönes Vanille-Wildleder. Byredo, Baldafric, gute Laune in einer Flasche. Amouage Sunshine Woman, würzig-rauchiger Aprikosentraum. Maison Mikalev, Ilang Gold Eau de Parfum, tropischer Maledivendraum. BDK Parfum, Gris Chanel, mehr Style geht nicht. Lancôme La Vie Belle Eau de Parfum, fruchtiger Kopfschmerzkandidat. Jean Paul Gaultier La Belle, Birne mit metallischer Schweißnote, zumindest bei mir. Roger Parfum, Tiamo Parfum. Sehr teures Liebesgeständnis. Maison Francis Kürkscham, Oud Satin Mood, Eau de Parfum, schwülstiges Rosenmeisterwerk. Guerlain, Terracotta Le Parfum, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Guerlain, Angélique Noire, die weltbeste Kräutervanille. Rosendo Matteo Nummer 5, Floral Amber Sensual Musk, nichts für Anfänger. Kayali Déjà Vu White Flower 57, weiße Blüten mit Starpotenzial. Pierre Guillaume, Le Musc et la Peau, gefährlich aus der Nähe. Guerlain, Mon Précieux Nectar Extrait de Parfum, der schönste Orangenblütenhonig. Maison Lancôme, Oud Bouquet, süße Verführung in Rose Oud. The House of Oud, Dates Delight, die Mutter aller Gourmands. Nishane, Anne, Extrait de Parfum, Vanille Malengrün, Giorgio Armani, Si, Eau de Parfum, Ja zu schwarzer Johannisbeere und Vanille, Dolce & Gabbana, The Only One, kurze, sehr kurze Kaffeepause, Mugler, Angel Eau de Toilette, fruchtig starker Engel, Maison Mikalev, Watch, exquisiter Hubba Bubba Kaugummi, Zara, Richborn Addictive, zu kurzlebig, um einen anzufixen, Lancôme La Nuit Trésor Eau de Parfum, fruchtiger Nachtbegleiter. Serjov Erba Pura, Frucht mit Klasse. Ariana Grande Cloud, Baccarat Rouge mit Kokos. So, meine Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Und falls ihr jetzt denkt, mit 3 Wörtern kann ich mal nicht viel anfangen, ich habe zu jedem einzelnen dieser Düfte ausführliche Reviews. Gebt einfach mal auf YouTube meinen Namen und den Duft ein, dann findet ihr die. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.